Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, zur 23 Uhr Stunde von The Show. Guten Abend. Guten Abend. Ja, da sagt einer guten Abend, ganz keck, der hat sich hier reingewieselt in dieses Studio. Das ist Colin Gebel und er ist heute da, weil er Experte ist auf dem Gebiet des Gruselns. Ja, guck mich an. Der Blick ins Spiegel. Genau. Tatsächlich bist du großer Fan von Horrorspielen, Resident Evil, Silent Hill und seit neuestem auch Dead Space, wo ja jüngst sich einige Sachen im Gaming Room abgespielt haben, die mit Angst durchaus was zu tun haben. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Muss vielleicht dazu sagen, dass Colin vor einer Woche, als wir Feierabend hatten und er hatte keine Sendung mehr, hatte sich auf dem Parkplatz im Gebüsch versteckt gehabt, ja. Hat er wirklich, ich weiß nicht, wie lange ausgeharrt, weil er genau wusste, okay, Sendung ist um 12 zu Ende, dann kommen sie irgendwann raus, dann gehen sie irgendwann auf den Parkplatz. Hat die ganze Zeit in der dunklen Ecke mit der Kapuze über dem Kopf gestanden, um uns zu erschrecken, ja. Hat wunderbar. Natürlich auch gut geklappt, aber die Rache folgte natürlich auf dem Fuße. Gestern hat er im Gaming Room Dead Space gezockt, das gruseligste Horrorspiel aller Zeiten. Aber was er nicht wusste, ist, dass hinter ihm schon seit 10 Minuten der Erschrecker himself saß. Das muss man vielleicht auch dazu erwähnen, es war dunkel und ich hatte Kopfhörer auf. Und ich habe sehr laut gehört. Und ich habe nicht mehr mitbekommen, wie du in den Raum reingekommen bist. Aber war das so perfekt. Ich habe sogar in der Diele das Licht ausgemacht, damit, wenn ich die Tür aufmache, kein Licht in den Gaming Room fällt, damit du nicht. Das war echt clever. Und hast dich erschreckt? Ich habe mich richtig gediegen erschreckt. Du hast ja extra gewartet bis zum Moment, wo die Monster einen anspringen und dann. Es war gut. Es war richtig schön. Aber es war ja die wohlverdiente Rache. Aber andererseits ist natürlich jetzt 1:1. Das ist kein schöner Endstand für so ein Spiel. Nee, das mal stimmt. Gucken. Aber wir sind ja damit schon direkt beim Thema. Ein Horrorspiel muss richtig schocken. Gibt es ein Spiel, wo du sagen würdest, das hätte auch ohne Mithilfe von Kollegen durchaus das Potenzial, dass man sich wirklich in die Hosen macht? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man kennt das ja, so Horrorspiele ist ja so ein bisschen so eine, da hat sich ja mittlerweile so, haben sich verschiedene so Richtungen aufgetan, kann man ja sagen. Also es gibt da so Sachen wie Dead Space, was ja so ein bisschen in Tradition von Resident Evil meinetwegen steht. Also so die derben Schocker, wo extrem viel Gewalt dabei ist, die aber mittlerweile auch so gut inszeniert sind, also mit der ganzen Soundkulisse, mit der Optik, mit der Dramaturgie, dass das Ganze teilweise schon wirklich so filmartig rüberkommt. Aber das ist halt so quasi die Holzhammer-Methode. Ich persönlich mag die auch ganz gerne, aber es gibt dann eben auch die Spiele der stillen Töne, wo man auch immer noch so ein bisschen Silent Hill dazu zählt, also wo man auch mal ein paar Minuten rumläuft, ohne zu kämpfen und einfach sich von der Atmosphäre einnehmen lässt. Aber ich glaube, so die Speerspitze in diesem Bereich stellt immer noch Project Zero dar von Tecmo. Dieses Spiel, was halt so diese Filme wie The Grudge oder The Ring irgendwie versucht zu annektieren. Also man läuft einfach durch ein dunkles Spukhaus und hört irgendwo Geisterstimmen, irgendwelche Fratzen tun sich auf, absolut krank. Also wenn man da habe ich meine schlimmsten Stunden miterlebt, glaube ich. Zu Hause schön mit dem Beamer, Anlage aufgerissen und richtig im Dunkeln. Das ist so Kandidat 20 Minuten, dann musste man machen. Absoluter Teufel ist das. Ich bin ja auch eher so eher Kategorie Weichei, was das angeht. Ich habe damals Resident Evil 2, ist das indiziert? Ja, das indizierte Resident Evil 2 gespielt. Da gab es auf jeden Fall eine Szene, wo man in einem Raum ist und so ein Sargdeckel fällt runter. Also da ist in so einem Raum, es liegt ein vermeintlich toter Zombie, Zombies sind immer tot, auf so einer Barre. Man geht rein und man weiß eigentlich so, okay, der wird 100 pro aufstehen. Und man wartet nur drauf, man muss so einmal rumgehen und irgendwas holen. Man wartet die ganze Zeit nur drauf, dass er halt aufsteht. Man ist sich so sicher, dass er aufsteht. Und er steht aber halt die ganze Zeit nicht auf, sondern man nimmt halt irgendwas. Und genau in dem Moment, wo er es nimmt, fällt halt irgendwie so ein Bild runter oder so eine Tür von so einer Kammer fällt runter. Und ich habe das mit zwei Kumpels gleichzeitig gezockt am helllichten Tag. Wir haben so gebrüllt und ich habe das Joypad so als reflexartig so weggeschmissen. Und Horrorspiele haben was für sich. Definitiv. Also das ist, glaube ich, so, da kann man wirklich Resident Evil so nehmen als das Spiel, was so die Tür geöffnet hat. Resident Evil 1 damals auf der PlayStation und auf anderen Systemen. Da gab es so diesen Magic Moment, wo man den Gang in dem Landhaus entlang schlich und plötzlich bam, Fenster zerbarsten, die Hunde sprangen rein. Das war so ein Magic Moment, glaube ich. Und das ist natürlich was ich mittlerweile, also damals eben Magic Moment, weil das erste Mal so Spiele es wirklich geschafft haben, so ein bisschen so eine filmartige Dramaturgie zu machen und halt so eine Kombination aus Sound, Schnitt und gleichzeitig einem Aha-Effekt, also so einen klassischen Schocker, so ein Jumper, also wo man halt hochspringt. Und das ist mittlerweile eben gang und gäbe und da müssen die Leute sich auch mal was Neues einfallen lassen. Aber diese Szene ist tatsächlich insofern auch interessant, weil sie im Prinzip den gesamten Spielfluss verändert hat, weil man wusste in dem Moment, okay, ab sofort ist nichts mehr sicher. Weil das kannte man aus Videospielen nicht, außer vielleicht aus Mario, dass man irgendwo langläuft und dann fällt ein Block runter oder so. Das war das höchste der Gefühle. Aber zu dem Zeitpunkt wusste man,
okay, ich kann mich hier auf nichts mehr verlassen, auch wenn ein Fenster zu ist, heißt es noch lange nicht, dass das Fenster auch zu bleibt. Was ich ganz interessant finde an dieser ganzen Horrorgeschichte ist immer, das ist ja so ein bisschen wie Achterbahn, ne? Also man weiß eigentlich nicht, warum man es macht. Wenn man den Hügel hochfährt, dann denkt man, ey, du bist doch echt bescheuert, warum mache ich das überhaupt? Und so ist es ja auch bei den Spielen mittlerweile, diese Anspannung ist so gigantisch und man erschrickt sich. Und das ist eigentlich nichts Schönes. Trotzdem macht es irgendwie Spaß. Es gibt halt auch noch so einen Adrenalinkick. Aber was ich sehr, sehr spannend und auch gleichzeitig so ein bisschen gefährlich finde, ist, wenn man sich die Verkaufszahlen mal anguckt von Spielen, dann sieht man, dass diese extremen Schocker, also ich rede jetzt von Spielen wie meinetwegen Silent Hill, also die dafür bekannt sind, eine richtig fiese Atmosphäre zu machen, wenn man es denn dann im Dunkeln und meistens alleine spielt, dass sie gar nicht kommerziell so wahnsinnig erfolgreich sind. Dass halt so eine gemäßigtere Form oftmals erfolgreicher ist. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass man einige Leute nimmst du mit auf die Reise, die sagen, super, das mache ich mit. Aber ganz, ganz viele Leute sagen, nee, das will ich mir gar nicht antun, habe ich keinen Bock drauf. Da muss man wahrscheinlich als Entwickler auch so einen Spagat wagen. Wie weit kann man da gehen? Wie unheimlich darf man es machen? Weil wenn es keiner mehr kauft, bringt es natürlich auch nichts. Ich ziehe mich auch zu den sensibleren Spielern. Ich habe diese Gruselspiele alleine im Dunkeln zu zocken, das finde ich fürchterlich. Wenn ich mir einen an die Seite setze, der die Angst mit mir teilt, ja, dann spiele ich die wesentlich leichter, als wenn ich mich da alleine durchprügeln muss. Irgendwie. Kennst du zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ist Call of Cthulhu indiziert? Nee, auch? Das ist nennbar. Ist nennbar? Sogar im positiven Zusammenhang, glaube ich. Ist da auch auf jeden Fall ein Spiel, was einen ganz, ganz hohen Gruselfaktor hat. Da gibt es da diese eine Szene, eine Verfolgungsjagd quasi. Ach, ja. Man kommt in dieses Hotel und da sind lauter Typen, wo man eigentlich nicht weiß, ob die einem jetzt was Böses wollen oder nicht. Und dann geht man auf sein Hotelzimmer und man schläft eigentlich und man hört dann so Schritte und jemand knackt an der Tür und man hat nur ein ganz kurzes Zeitfenster vor dem zu fliehen. Das ist wirklich ein spielgewordener Albtraum. Man muss dann durch so eine Tür und dann so einen Schrank davor ziehen, damit der Typ nicht kommt. Und der dann ist die ganze Zeit immer auf dem Weg die Tür zu dir. Trommeln so. Und man hat wirklich Stress und man schafft es auch beim ersten Mal nicht. Und das sind wirklich so Angstmomente. Diese Panikmomente. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wir gucken uns jetzt mal ein paar Trailer an. Zum Beispiel das von dir auch angesprochene Dead Space, was ja jetzt zurzeit in aller Munde ist. Haben wir auch eben schon gehört. Insofern schauen wir jetzt mal rein in Dead Space. Und an der Stelle sei es noch mal kurz erwähnt, morgen haben wir ein großes Special zu Dead Space. Also da gibt's dann noch ein bisschen mehr. Aber erstmal viel Spaß mit dem Trailer. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. How many times you watched that thing? Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you two have a lot of catching up to do. The USG Ishimura, biggest planet cracker in her class. Why is it all dark? I don't see any running lights. This is mutiny. Hold it. By maritime law, Article 5469, I hereby declare Captain Benjamin Mathias unfit for duty. The mark must be delivered to the church. I'm sorry, Ben, but I can't let you do this. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kellyan responding to your distress call. Come in, Ishimura. Never heard of a total communications blackout on one of these things. You'd think with 1,000 people on board, someone would pick up the phone. We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases. Nobody would tell us what's happening. Be a security detail in here. Yeah? Well, there's not. There's nobody here. Isaac, where are you? Help me. Yo, ein Film, der mich, ein Spiel, das mich immer an Event Horizon erinnert, den Film, der auch
ein verlassenes Schiff ist Jahre vorher gestartet und es kommt eine Crew, um nachzugucken, was mit denen ist. Und den fand ich schon sehr unheimlich und ich habe es noch nicht gespielt, aber du hast es natürlich schon mal angetestet. Super, es ist geil. Ja. Also man muss sagen, es ist so, Event Horizon wirklich mit der Spielmechanik von Resident Evil 4. Also es ist schon ziemlich actionlastig, aber was den Aliens da gelungen ist, ist die Soundkulisse. Mhm. Die ist unglaublich gut. Also das heißt wieder, Leute, reißt es auf den Kopfhörer oder die Surround-Anlage. Das ist, so hat man die Hälfte vom Spielerlebnis verpasst. Also blutig, heftig und spielerisch sehr hochwertig. Ein anderes Spiel, auf das wir uns durchaus freuen können, ist Left 4 Dead von Valve. Die Demo übrigens. Die Demo ist raus, ja. Sogar bei uns. Und wir schauen uns dazu mal kurz einen Trailer an, damit die Leute auch wissen, worum es geht. Ist ja, sag ich mal, jetzt nicht atmosphärisch vielleicht nicht ganz so dicht, weil es wahrscheinlich mehr auf Spaß ausgelegt ist. Also auf. Wir gucken einfach mal rein. Hier ein bisschen was von Left 4 Dead. Ja, das war Left 4 Dead 1. Wir haben noch ein anderes kurzes Filmchen dazu. Dann quatschen wir gleich drüber. Left 4 Dead Nummer 2. Bitteschön. Here they come! Faster, move it, people! Turn around, man! Let's run! Watch my back! Watch out! Zum ersten Mal, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täuscht, ein Spiel, was man im Koop zocken kann, mit bis zu vier Leuten in einem Team. Und das finde ich einen richtig coolen Ansatz, dass man wirklich, was ich vorhin sagte, den Schrecken teilen kann mit bis zu drei. Geteilter Schreck ist halber Schreck. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie sich das spielen wird. Was sagst du zu Left 4 Dead? Wird, glaube ich, super spannend. Also ein Counter-Strike Zombies gegen Überlebende ist, glaube ich, eine extrem spannende Sache. Kommt ja eben von den Counter-Strike-Leuten und könnte, glaube ich, so ein wirklich ein geiles Multiplayer-Ding sein. Mhm. Also eben vier Zombies gegen vier Menschen, das hat sehr viel Potenzial. Ist ja schon lange in der Entwicklung. Ich bin wirklich unglaublich drauf gespannt, was die Jungs da hingekriegt haben. Gibt auch eine Mod übrigens für, ich glaube, Half-Life 2, wenn mich nicht alles täuscht, wo das auch geht, wo man mit Zombies, also Teams, ne, spielt Zombies gegen Menschen und die Menschen müssen überleben. Ist auch ganz interessant, habe ich aber einen Namen vergessen. Erinnert mich so ein bisschen an 30 Days Later. 28 Days Later, meinst du? Ja gut, ich habe aufgerundet. Ja, so also ein bisschen genau Dawn of the Dead meets Counter-Strike. Also ja. Ist schon also sehr, sehr, sehr neugierig. Es warten einige Perlen am Horrorspielmarkt. Ein Genre, das man mittlerweile, glaube ich, nicht mehr wirklich wegdenken kann aus der heutigen Zeit. In diesem Sinne, freut euch auf morgen, wenn wir euch Dead Space vorstellen. Hm. 11:30, großer Big Vlog. Machst du? Ja, ne? Mach ich. Grüß selbst. Ja. Und jetzt vielleicht geht's können wir dich erschrecken. Weiter mit Hotel Gigant 2. Wow! Hotel Gigant 2 und Phil. Schon erschrecken, ey. Das ist das letzte Take von Phil übrigens. Ja, genau. In dem Sinne, viel Spaß mit Phil. Dann geht's weiter mit Motorstorm Pacific Rift mit Dennis. Viel Spaß dabei. Tschüss und auf Wiedersehen. Adieu.
Wir spielen Hotel Gigant 2. Das Spiel hatte schon einen Vorgänger, der hat nicht so rosig abgeschnitten. Wie der zweite Teil sich spielt, das werdet ihr in den nächsten 15 Minuten sehen. Wir schalten mal ganz kurz ins Spiel, denn um mal zu zeigen, was das Spiel alles kann, habe ich mir mal das Hauptmenü geschnappt. Und zwar einmal die Kampagne, da müssen wir so ein paar Hotels leiten, indem wir, ein Hauch von Luxus. Wir haben so ein paar Sachen zu erledigen. Einmal sollen wir hier Espresso vom Feinsten. Hier geht es darum, in ein Café einzugreifen. Also im Großen und Ganzen eine Hotelgruppe zu führen, die ich mal hier Giga-Gruppe genannt habe, natürlich. Oder ich lasse mir das durch Zufall auswählen mit ein paar Zielen. Oder ich gehe in vorgefertigte Hotels, Box-Hotels, und klicke mich da mal ein, schaue, welche Inneneinrichtung gibt es da. Kann man da in der einen oder anderen Ecke noch mal was verbessern? Ich entscheide mich für ein Kampagnenspiel, zeige euch, wie das funktioniert. Aber das gibt's gleich nach einer kurzen Werbung. X-Blaster. Jetzt kostenlos spielen auf giga.de/browsergames. Das Virus kann nur auf sexuellem Wege oder durch direkten Blutkontakt zur Ansteckung führen. Kondomkontrolle, Ihr Präservativ, bitte. Bitte achten Sie auf Ihr Gepäck. We are ready for takeoff. Wir sind jetzt bereit zum Start. Danke, dass Sie mit uns geflogen sind. Tina, was kosten die Kondome? Zwei Schwarz. Präsentiert coole Online-Games. Spiele kostenlose Online-Games und messe dich mit 100.000 anderen Spielern. Tritt in Strategie, Fantasy, Sport oder Actionspielen an und beweise dein Können. Komm auf giga.de/online-games und spiel dein Lieblingsspiel alleine oder in der Giga-Liga und qualifiziere dich für den Grand Slam. Trainiere deine Skills alleine oder gegen Spieler aus aller Welt. Mach mit auf giga.de. Achten Sie auf Ihre Eier. 3 bedeutet Käfighaltung. Bei Giga Games In-Game bekommt ihr Spiele pur ins Wohnzimmer geliefert. Wir testen für euch die neuesten Spiele auf jeder Plattform. Egal ob PC, Konsole oder Handheld. Kein Game ist zu schwer, kein Endboss zu fies. Giga Games In-Game ist das Programm von Spielern für Spieler. Täglich bei Giga. Giga.de, das ist deine Gaming-Quelle im Internet für News, Videos und Foren. Und wir haben noch mehr. Bei uns kannst du jetzt selbst zum Gaming-Redakteur werden und deine eigenen News schreiben. Egal, was du zockst, wenn du etwas Besonderes weißt, dann lass es deine Community wissen. Schreibe deine User-News und bring dich damit zu Giga The Show. Und unser User Ekigai aus der Community hat dazu eine News geschrieben und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir greifen deine Themen auf und diskutieren sie mit euch im Internet und im Fernsehen. Vernetze dich mit über 1,5 Millionen Gamern, die alle auf dich warten. Auf giga.de.
Giga Games Features. Die Giga Games Features versorgen dich kompetent mit Details der Gaming-Branche, die selbst der gewiefteste Gamer noch nicht kennt. Knallhart bewertete und ausgewählte Top Tens, die jedes Spiel durchleuchten. Alles über die Gods of Gaming, legendäre Entwicklerstudios und größten Hype. Jeden Tag um 23.15 Uhr. Mehr Gaming geht nicht. Wir sind in Paris angekommen, im Hotel Giganten 2, die wunderschöne Stadt mit dem Eiffelturm. Und wenn wir reinschauen, ist es wirklich beschaulich in Paris. Das Dumme ist nur, wir haben hier recht wenig zu tun und recht wenig Eingangsmöglichkeiten. Also wir werden jetzt hier nicht dahin gehen und den Eiffelturm verschönern. Nein, wir gehen dahin, um das Giga Inn ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Das ist unser fantastisches Hotel. Und da gehen wir natürlich in die Innenansicht, denn das interessiert uns. Hier sieht es noch ein bisschen leer aus. Das ist gewollt, denn unsere Aufgabe ist es, hier in diesem Hotel ein florierendes Restaurant zu schaffen. Wir können hier ein bisschen durchswitchen durch die einzelnen Etagen. Die zweite Etage ist schon voll eingerichtet. Das sehe ich auch hier, wenn ich mir ganz die Liste der Zimmer anschaue. Ich habe hier 10 Standardrooms. Zufriedenheit 46%, die Belegung nur bei mageren 10%. Da muss sich noch was ändern. Und wenn wir mal schauen, bei den Gästen, da ist noch nicht so viel. Das ist das Dumme. Und deswegen bin ich angeheuert worden, um meine Zielvorgaben in diesem Hotel zu erfüllen. Vorweg handle ich mal nämlich fix diesen Menü-Screen ab mit ganz, ganz vielen Statistiken etc., um euch mal kurz zu zeigen, welches Ziel ich hier habe. Nämlich Zufriedenheit soll ich erhöhen im Restaurant. Ich soll im Restaurant einen Gewinn einfahren. Ja, das ist so mein großes Quest, und das kann ich mir durchklicken, nochmal Beschreibung, wie viele Punkte ich bekommen habe, etc., Marktforschung. Das soll uns aber jetzt erstmal nicht interessieren. Wir gehen direkt zum Kerngeschäft des Spiels, einmal die Hotelzimmer verwalten, die im Moment recht gut aussehen, deswegen lasse ich sie erstmal so, wie sie sind. Gehe wieder zurück in die Lobby, in die erste Etage. 52% Zufriedenheit von Ade Schape, 32 Jahre, hat keine Begleitung, 28% nur und gibt auch nur $400 im Hotel aus. Das ist definitiv zu wenig. Da muss ich mal schauen. Das ist, wie gesagt, man klickt die einzelnen Gäste an, die einem begegnen, kann die dann auch verfolgen mit einer Kamera. Jetzt ist sie leider außerhalb des Hotels, aber kann halt schauen, wo ihre Sorgen und Nöten sind, um die dann zu verbessern. Rezeptionisten stehen da, die wunderschönen, stilvollen Lampen, obligatorischen Magazinständer auch dort. Aber wir wollen ja ein Restaurant machen, also schließen wir das Hotel. Ist eh noch keiner da, also macht das keine großen Probleme. Hotel ist geschlossen und jetzt kann die Renovierung beginnen. Jetzt kann man quasi Tine Wittler spielen und sich total ausleben. Und das ist auch so Kernelement des Spiels. Ich würde mal sagen, hier ist viel Platz, ich baue mal ein Restaurant. So, Zimmer wähle ich ganz bequem hier aus, was ich haben möchte. Ich habe richtig, richtig viele Möglichkeiten später. Bibliotheken, Elektronikgeschäfte, Billardraum, Business Center, die komplette Palette. Aber bei mir soll es jetzt erstmal ein Restaurant sein. Dazu schalte ich den Grundriss frei und ich schaue mal. Ja, was? Das klassische Standardrestaurant. Wie groß ist das denn? Machen wir mal groß. Sollen ja viele Gäste kommen. Oberkellner reicht einer. Aber ein paar Kellner in dem großen Ding nehme ich mal zwei. Preisniveau lasse ich so, wie es ist. Und jetzt kann ich hier noch auswählen, welche Küche ich haben möchte. Ganz klassisch in Frankreich ein deutsches Restaurant aufmachen. Das ist toll. Die Franzosen lieben deutsches Essen. Bei Bedarf wähle ich noch aus, was in der Speisekarte steht. Kartoffelpuffer ist super. Pellhuhn mit Rosmarin. Nein, ich nehme die Mönchsfisch-Medaillons auf Gemüse für 16,13 Euro. Und als Nachtisch den schwäbischen Gugelhupf mit Früchten. Gucke mir das Ganze auf der Karte an und sage mir, toll, wie schön ich meine Karte eingerichtet habe. Jetzt noch schick die Deko. Das ist was schöner. Fantastisch. Und damit hätten wir die Belegschaftsfrage schon mal geklärt. Jetzt geht's an die Einrichtung.
Zuerst braucht das Ding eine Türe. Dazu suche ich fix die Türe raus, wenn ich sie denn jetzt kurz finden würde. Na, mache ich jetzt das Fenster. Tür will nicht. Also, Fenster sind dazu da, dass Licht reinkommt. Leider nur diese total klasse, im Moment hier nur diese klassische Variante, die mir persönlich jetzt nicht so gefällt. Aber gut. Muss gedreht werden. Na, hier will er nicht. Da will er aber. Gut, dann machen wir auf die andere Seite, machen wir dann die Küche hin. Küche ist sehr wichtig. Also kommt hier die Küche rein. Die Küche kriegt eine Tür. Musik kann man auch ausstellen übrigens. Und versorge die Küche dann mit allem, was es so nötig hat, was nötig ist, um eine Küche auszurüsten. Die Küchenspüle, Kocheinrichtung, kostet alles unterschiedlich. Also man muss aufpassen, man hat nur, hier oben steht sein Budget. Und Kühlschränke hätte ich jetzt die Wahl zwischen den ultimativen Premium-Artikeln zu $6,000 oder doch lieber der Mini-Schrank für 1.500. Ich entscheide mich hier für den Mittelweg, setze einen Kühlschrank rein. Lampen, ja, okay, gebe ich doch mal meinen netten Mitarbeitern in der Küche ein paar Lampen, aber die brauchen gar nicht so schöne. Nämlich die billigen. In der Küche sieht eh kein Gast. Ja, hab ich falsch was gewählt? So. Kriegen sie eine Deckenlampe? Ne? Ja. Die ist gut. Zack, zack, zack. Damit es auch schön hell ist in der Küche. Könnte ich da wahlweise noch ein paar Fenster reinstellen, aber das brauchen die Leute in der Küche auch nicht. Also geht's jetzt an die Inneneinrichtung des Raumes. Dazu wähle ich erst einen Raum aus. Um mich dann. Da ist meine Tür. So, eine Tür. Was braucht er dann? So ein Empfangstresen. Und ja, nehme ich die Sitzgelegenheit oder doch lieber die. Da muss man sich dann halt, also das ist halt die große Aufgabe des des Spiels, sich da wirklich hinzusetzen und durchzuprobieren und durchzuschauen, welche Sitzgelegenheit passt mir am besten, welche Pflanzen packe ich am besten in die Zwischenräume rein. Das sieht bei mir alles noch ein bisschen sehr merkwürdig aus, denn es ist bisher jetzt nicht mein Hauptberuf, hier irgendwelche Tische einzurichten. Da mache ich noch ein paar Tischpflanzen drauf. Na, will er gerade nicht. Hier stelle muss ich den Tisch hinstellen. Egal. Dann machen wir eine Aufführungsbühne. Aufführungsbühnen sind super. Nehme ich mal die gute in der Mitte. Dann können die Kabarettisten dort auftreten. Drumherum postiere ich noch ein paar antike Uhren. Können ja auch nicht schaden. Ne, antike Uhren ist doch blöd. Ne? Antike Uhren ist langweilig. Was nehme ich dann? Teppich. So. Extremform schön. Dann ein bisschen Buffet. Die Leute wollen ja noch was essen. Dann kommen da noch ein paar. Ja, was packen wir da noch rein? Statuen wollte ich haben. Die sind gut. Die Statue ist toll. So, das ist halt mein tolles Restaurant und da sollen dann Leute reinkommen und sollen in diesem Restaurant aktiv werden. Ah ja, Klos brauche ich noch. Egal. Ich gehe erstmal in die erste Etage, denn mir ist aufgefallen, dass meine Zimmer nicht so ganz toll sind. Deswegen cutte ich jetzt erstmal hier der Fernseher. Der ist mir definitiv zu popelig. Schneide ich mal den Fernseher aus und packe noch einen anderen Fernseher rein, aber das ist ein andermal. Das war Hotel Gegang 2. Wenn ihr das spielen wollt, dann spielt es. Es ist ein recht lustiges Spiel für alle, die jetzt Hotels einrichten wollen. Das war von meiner Seite aus und das war es auch für längere Zeit von meiner Seite aus. Ich verabschiede mich von euch. Das war heute mein letzter Tag. Das war mein letztes Take. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich grüße euch alle und ich bedanke mich schon mal an der Stelle für die lieben Glückwünsche und auch Abschiedsgrüße, die ich von euch bekommen habe. Hab sie alle gelesen, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt Giga treu. Giga hat es wirklich verdient. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.
So, hallo zu einer vollen halben Stunde Motorstorm Pacific Rift. Ein Spiel für die PlayStation 3. Eine Konsole, die besonders Colin auch sehr gut gefällt. Du hast einen Teil sogar tatsächlich zu Hause und auch schon Motorstorm? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, tatsächlich habe ich es auch schon. Hast du es auch schon? Ja, ja. Ich habe auch den ersten Teil damals gerne gespielt, war einer der Launch-Titel und auch, glaube ich, bis heute eines der kommerziell erfolgreichsten Spiele, weil es damals natürlich, also vor allem durch die unfassbar geile Grafik aufgefallen ist. Ja. War auch so ein tolles Spiel, aber es gab halt so ein paar Mankos, wo die internationale Presse sich beschwert hat und auch viele Fans so selber so ein bisschen sagten, ah, ein paar mehr Strecken wären nicht schlecht. Also ein toller Launch-Titel, aber natürlich jetzt die Frage, der zweite Teil Pacific Rift ist quasi jetzt im Laden und da muss man natürlich wissen, kann der alles ausmerzen, was der erste Teil vielleicht übrig lassen. Genau, 20 Monate hatten die Evolution Studios Zeit und wie wäre es, wenn wir einfach mal ganz kurz reinschauen, wie so ein lustiges Rennen aussieht mit einem verdammt ungewöhnlichen Fahrzeug. Hier so ein Tanker siehst du gerade und mit dem komme ich ein bisschen langsamer los. Das ist verständlich, oder? Ja. Aber dafür hat er wahrscheinlich andere Stärken, die dieses langsam in die Gänge kommen, wieder so ein bisschen ausmerzen. Ja, ich werde mal den Boost ein bisschen anschmeißen. Das ist ja das große Feature von Motorstorm. Man hat hier diesen Boost. Damit wird man schneller. Man darf ihn aber nicht unbedacht einsetzen, denn ihr seht, diese Anzeige geht irgendwann in den roten Bereich links unten. Und dann heißt es Boom. Dann explodiert der Wagen und das wollen wir natürlich nicht. Man hört das auch so geil. So sieht das aus. Ne, da geht so ein Fiepen im Hintergrund, geht so hoch und plötzlich... Ja, auf dieses Fiepen müssen wir achten, deswegen werden wir uns gleich nochmal wiedersehen, die Ohren putzen, damit wir nicht gleich die ganze Zeit in die Luft fliegen. Eine halbe Stunde lang komplett Motorstorm, wir zeigen euch die Singleplayer-Kampagne und wir werden im Koop spielen, denn das Spiel hat tatsächlich mittlerweile ein Splitscreen spendiert bekommen. Großartig, oder? Bis gleich. Gladiatoren 2. Jetzt kostenlos spielen auf giga.de/browsergames. Mach mit bei Shot Online, dem Golf-MMOG. Spiele online gegen deine Freunde oder tritt gegen Gegner aus aller Welt an. Verbessere deine Skills und entwickle deinen Spieler durch Training und im Spiel gegen echte Herausforderer. Mach mit in der Giga-Liga und qualifiziere dich für die Teilnahme am nächsten Grand Slam oder nimm an einem der vielen Shot-Online-Turniere teil. Hol dir jetzt kostenlos Shot Online auf shot-online.giga.de. Was macht ein guter Pate? Er kümmert sich um seine Freunde. Ich schwöre, wenn's auf einen kommt, bin ich für dich.
Die Liga, in der jeder Gamer das passende Spiel für sich findet. Egal ob Gelegenheitsspieler oder Core-Gamer. GIGA Liga Live präsentiert Spiele und Wettbewerbe, wie sie sein sollten. Unkompliziert, verständlich, spannend und unterhaltsam. Montags bis freitags um 20.30 Uhr. So, ihr seid gerade rechtzeitig wieder da, denn wir fahren noch immer ein unglaublich interessantes Rennen in MotorStorm Pacific Rift. Und das hat so ein paar neue Features und ein paar neue Tracks. Und im Laufe der nächsten Minuten werden wir euch das mal ein bisschen näher bringen. Aber lasst das doch erstmal auf euch wirken, denn ich finde eigentlich MotorStorm, nicht nur der erste Teil, sondern auch hier der neue Pacific Rift, besticht eigentlich auch doch recht gut durch seine Optik, oder? Ja, da kann man nichts sagen. Vor allem das Ganze sieht man vielleicht auch jetzt hier schon, wenn man nur den ersten Teil kennt. Es ist deutlich vielfältiger geworden. Ne? Also es gibt ja, im ersten Teil, da kannte man das vielleicht, da gab es so meistens so Matschpisten, alles schön dreckig braun. Und die Kritik, dass das Ganze vielleicht ein bisschen abwechslungsarm war, was die Optik anbelangt, haben sich die Entwickler natürlich zu Herzen genommen. Und wir haben es jetzt mit vier verschiedenen Elementklassen quasi zu tun, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Genau, Elemente ist schon richtig, Feuer, Wasser, Erde, Luft und... Wie der Name schon sagt, basieren die Strecken auch so ein bisschen auf dem Element. Das hier ist jetzt eine Wasserstrecke, denn wie ihr seht, fahre ich an einem Strand und Wasser ist doch ein Element, was recht, naja, Erde ist ja eigentlich auch relativ präsent, aber hier fährt man häufig durch Pfützen und darum geht's. Was natürlich auch eben wichtig ist, du hast jetzt diesen schweren Truck, wir haben es eben schon gesagt, der beschleunigt langsam, aber dafür rammt er natürlich gediegen zum Beispiel so kleine Zweiräder aus dem Weg. Das ist aber natürlich auch wichtig, wenn es um diese Pfützen geht, denn die Boost-Anzeige, die du immer so schön am Limit hältst, unten links, die dir eben diesen Boost gibt, die aber eben dazu führen kann, dass man explodiert, die kann man eben abkühlen, indem man durch kühles Nass fährt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Motorrad, mit so einem kleinen Zweirad eben, durch ein halbes Meer fährt, da wird man dann auch deutlich langsamer. Ja, ja. Da sollte man halt eher so nach der kleinen Pfütze Ausschau halten, während der große Monster Truck, beziehungsweise, wie heißt diese Dinger, LKW ist ja, Tanker, Supertransporter. Tanklastzug, fast zweiteilig. Der hat natürlich weniger Probleme mit tiefem Wasser, der brummt da einfach so ein bisschen durch. Ja genau, es gibt ja auch alternative Streckenführung, also es ist nicht immer die gleiche Strecke. Man kann sich aussuchen an verschiedenen und vielen Stellen, ob man da jetzt rechts um die Ecke fährt oder doch links. Ich fahre jetzt hier zum Beispiel mal rechts und die sind dann auch immer gemünzt auf die entsprechenden Fahrzeuge. Zum Beispiel dünne Wege sind für Motorräder super und da passt hier so ein Tanklastzug natürlich allemal nicht durch. Ja, das macht halt auch so den Widerspielwert von diesem Spiel ja traditionell groß, dass man halt wirklich, wie du schon sagst, wenn ich jetzt mit Vehikel X fahre, sollte ich eine ganz andere Streckenführung nehmen oder ich suche erstmal nach der optimalen, um da gut vorwärts zu kommen, als wenn ich jetzt mit Vehikel Y fahre. Das ist schon seit jeher was extrem Eigenständiges, der MotorStorm-Serie. Ja, das ist wirklich cooles Feature, finde ich. Und wenn du mal so ein bisschen drauf achtest, guck mal, wenn ich durch so eine Pfütze fahre, jetzt muss ich... Ah, Mist, da bin ich jetzt vor hängen geblieben. Ja, die sind auch übrigens betoniert, ganz, ganz tief ins Fundament der Insel. Deswegen bist du da nicht dran vorbeigekommen. Ja, es ist ein ganz cooles Schadensmodell. Das werden wir noch des Öfteren, glaube ich, sehen hier. Ja, du musst ja immer so einen schönen Boost-Unfall also mitmachen über Heizung. Denn ich finde, das sieht echt geil, wenn es in Zeitlupe geht, der Wagen sich so dreht. Gerade in so einem Sprung hatten wir das ja vorhin mal. Das sieht schon cool aus. Nein! Oder vielleicht auch jetzt schon? Na? Ah, okay, jetzt drücke ich Select, weil das ist schneller, als jetzt da wieder raus zu manövrieren. Ich werde versuchen, nicht kaputt zu gehen, weil ich bin gerade Zweiter und will das Ding nach Hause bauen. Ja, aber du forderst den Boost wirklich raus. Boost hat natürlich jedes Vehikel. Sollte man vielleicht noch dazu erwähnen. 8 Klassen gibt es insgesamt an Vehikeln. Neu sind eben die Monster Trucks. Und 16 Strecken gibt es insgesamt. Das heißt also, bei 4 Elementklassen gibt es in jeder Elementklasse 4 Strecken. Wow! Gut, dass mich meine Schulmathematik nicht im Stich lässt hier. Ja, du hast recht. Ich habe es eben nochmal mit dem Taschenrechner nachgerechnet. Ist das gleiche Ergebnis gekommen? Ja. Cool. Da haben wir es. Immerhin 3. Platz, Giga Gamer und fast nur eine gute Sekunde Rückstand auf Gamma Hewitt. Ja, das ist alles ziemlich... Wie wäre es, wenn wir mal ein bisschen ins Menü reingucken, oder? Ja, das ist schön.
So, ich kann mich immer so schlecht entscheiden, wenn ich irgendwo essen gehe. Kein Problem, ich zeig dir mal, was wir auf der Karte haben. Und zwar haben wir natürlich nicht nur diese Kampagne, sondern wir haben auch den Multiplayer-Modus und verschiedene Möglichkeiten hier in der Garage. Das ist so eine Art, ja, da kann man die ganzen Goodies sich nochmal reinziehen. Da gibt's eine Galerie, man kann später verschiedene Sachen freispielen. Wenn du jetzt alle Strecken absolviert hast, kannst du ein Video freispielen und so weiter. Im Grunde geht's aber um den Singleplayer-Modus, um die Kampagne, und die nennt sich Festival. Weil auf dieser Insel ist dieses Event irgendwo im Pazifik. Diese Insel ist komplett für Modusturm gemietet anscheinend in diesem Spiel. Und dort findet das Ganze statt. Da sind ziemlich viele Zuschauer und Musik wird anscheinend auch gespielt. Relativ harte, wie wir sie hören. Und hier in der Earth Zone, Air Zone, Wire Zone oder Water Zone können wir einfach die Tracks auswählen. Und oben kriegen wir verschiedene Punkte, mit denen wir dann weiter vorankommen, weil ihr seht hier zum Beispiel, die späteren Tracks sind noch nicht freigespielt. Ah, da muss man sich also erst mit entsprechenden Tickets hier beweisen und dann, okay, kriegst du Zutritt zu härteren Rennen. Oh, da ist aber einiges los, ne? Genau. Das heißt, also, es gibt auch nicht nur normale Rennen, also wer kommt als erstes ins Ziel und kriegt die meisten Punkte, sondern auch abseits davon Spielmodi. Genau, du siehst hier, die ersten drei sind Rennen, das erkennst du am Wort Race rechts oben. Ach, aber jetzt wenn wir weiß hier nicht, hingehen, was das heißt. Ja, nein, man weiß ja nicht, wo man gucken muss. Hier sind ja ziemlich viele Buchstaben momentan auf dem Bildschirm. Hier siehst du Eliminator, das ist eigentlich auch ein Rennen. Normales Rennen kennst du, musst als erster im Ziel sein. Beim Eliminator ist das auch so, da darfst du aber die ganze Zeit nicht letzter sein. Alle 30 Sekunden fliegt der Letzte raus und explodiert. Das ist Eliminator. Wollen wir sowas mal spielen? Ja, machen wir einen Eliminator. Ich erkläre noch kurz, was die andere Strecke ist. Es gibt noch einen dritten Modi, das ist nämlich Speed. Und das ist einfach ein Checkpoint-Rennen. Du musst versuchen, innerhalb einer bestimmten Zeit alle Checkpoints abzuarbeiten. Und da ist, glaube ich, dann nichts Neues bei. Aber dieser Eliminator ist ganz lustig. Ja, das hört sich aber nach guter Streckenkenntnis natürlich an. Ja. Ich kann mich auch nie so richtig entscheiden dabei, ob ich es immer auf Speed setze, weil dieses Fahrverhalten ist ja schon extrem verschieden. Auf jeden Fall. Du musst dich, also das ist auch super schwierig, wenn du von einem Rennen ins nächste kommst und dann dich umstellen musst. Also da habe ich schon dran zu beißen manchmal. Brr. Das klingt natürlich appetitlich, wenn so. Du einfach mal so in den Tank naschst. Ja, Mudslide heißt der nächste Track. Wir sind jetzt in der Earth Zone, ne? Also in der grünen Lunge unterwegs. Genau, Earth Zone, deswegen sehr viel Matsch. So, passt mal auf. Ich habe jetzt so einen mittleren Wagen mir besorgt. Das klingt so ein Offroad Teil und oh, hier sind auch ein paar Monster Trucks, ja, dabei. Schön, da muss ich natürlich auch die erste Startreihe, die langsam Beschleunigung bestellen. So, ich konzentriere mich mal ein bisschen. Ja, ich kommentiere das Ganze dann vielleicht mal ein bisschen steuerungstechnisch, sei mir natürlich noch ergänzend erwähnt. Die Klassiker Gas und Bremse liegen auf L2 bzw. R2. Es gibt auch die Möglichkeit, Gegner ja so ein bisschen auszunocken unsanft oder zumindest zu behindern, wenn man an ihnen vorbeifährt. Das geschieht mit R1 und L1. Genau, ich werde das mal versuchen zu demonstrieren, während ich hier durch den Matsch fahre. So, jetzt drücke ich L1. Oh, das ist so David gegen Goliath-Nummer, ne? Ich meine, genau. Hast gehört, du hast kurz dagegen, aber richtig viel gebracht hast wahrscheinlich hier nicht. Nee, das stimmt. Und es bringt dann eigentlich auch eher ein bisschen außer... Wow, den Wagen so ein bisschen außer Kontrolle. Weil du schlägst ja rechts aus oder links. Schau mal hier, wenn ich jetzt drücke, dann haut er hier hin. Okay. Das kann in manchen Situationen auch von Nachteil sein. Da sollte man sich gut überlegen, wann man das quasi macht. Ne? Ja, also bei Motorradfahrern, wenn du einen so neben dir hast, da ist das immer ganz nett. Ah, übrigens, die eben den ersten Platz gemacht hat, die wurde gerade eliminiert. Habe ich oben die Streckenanzeige richtig gesehen. Für dich noch kein Problem, denn du bist auf dem vierten Platz. Momentan wird der neunte gleich vor. Oh! Handbremse gibt es natürlich auch. Ja. Für die Slide-Fans unter euch. Stimmt. Und, ist auch relativ wichtig, das Gerät, die Handbremse. Aber jetzt natürlich die Königsfrage. Rennspiel gleich Cockpit-Flexibilität. Was haben wir denn an Perspektiven zu bieten? Oder überfordert dich das gerade? Nee, wir können das mal probieren. So, Perspektive. Die gute Haube quasi, die fehlt bei dir schon halb, aber... Ja, lass mich da mal so ein bisschen fahren in der. Die ist ziemlich cool. Ich spiele zum Beispiel Wipeout auf der PlayStation 3 sehr gerne in dieser Perspektive. Das schockt immer ein bisschen mehr. Das ist auch unfassbar schnell dann, ne? Das ist so ein Geschwindigkeitszusatz noch. Ist aber auch um einiges schwieriger, würde ich sagen. Das hier ist die nächste Perspektive. Nämlich... Die zweite. Zwei sind es nämlich. Also so ein, das finde ich jetzt ein bisschen schade, weil so eine richtige Cockpit-Sicht hätte dem meiner Meinung nach nicht geschadet. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, da kann man überhaupt nichts mehr sehen. Aber ich finde das immer so ganz cool authentisch. Wenn du einfach mal wirklich so, das ist ja, du hast die Bömmel da, du siehst die Hände am Lenkrad. Ja, man kann sich auch selber den Schwierigkeitsgrad irgendwie festlegen. Zum Beispiel kennen wir ja Colin McRae, da ist der scharfe Schwierigkeitsgrad, den kannst du dann nur aus dem Cockpit spielen. Und wenn du dir sowas selber zur Regel machst, finde ich das schön, wenn die Möglichkeit zumindest da ist. Ja, auf jeden Fall. So. Hier noch mal ein bisschen durch den Matsch. Mit dem Auto ist das eigentlich kein Problem. Wenn wir jetzt Motorrad oder ein Buggy hätten, wäre das schon schwieriger. Aber die haben es schon gut gemeint, ne? So mit authentischem Dschungelflair. Also man ein bisschen Streckenkenntnis ist schon von Vorteil, habe ich den Eindruck. Ja, die Jungs von Evolution Studios waren vor Ort auf Hawaii. Das ist ja bekanntermaßen auch im Pazifik. Und deswegen haben sie dort mal die Flora ein bisschen studiert. Das sieht teilweise auch echt aus dort.
Nur ob da so viel Lava manchmal ist, weiß ich nicht, aber das soll ja auch kein realistisches Spiel sein. Du bist auf dem ersten Platz, das heißt, nur noch ein Konkurrent. Nein! Das war, glaube ich, der falscheste Weg, den wir jetzt nehmen können. Ja, ich wollte jetzt nichts sagen, aber... Verdammt, das war auch die letzte Sekunde. Und du wirst eliminiert wahrscheinlich. Ich dachte, ich kann rechts rum. Weil ja, da war nichts mehr. Ja, ist so eine kleine Sache, die mir auffällt. Manchmal ist die Strecke ein bisschen undurchsichtig. Aber ich glaube, das hat ein Dschungel auch an sich, oder? Ja, ich glaube, es gehört schon dazu. Aber das ist natürlich den Vorteil, dass man halt einfach dann sagen kann, okay, ich habe jetzt 10-mal die gleiche Route genommen, jetzt suchen wir mal eine andere und vielleicht ganz neue Geschwindigkeitsrekorde können aufgestellt werden. Ist ja, ja eben so ein bisschen der Abenteuereinschlag von MotorStorm seit jeher gewesen eben. Genau. So, kriegst aber ordentlich Punkte dazu. Du siehst das? Ich schreite weiter vor in der Karriere und ich würde sagen, wir suchen uns gleich mal was Neues aus. Und was hältst du davon, wenn wir haben gerade Water, nehmen wir jetzt die Airzone und was wird da wahrscheinlich gemacht? Da wird viel gesprungen und das kühlt natürlich den Motor auch recht gut ab. Welche Strecke wählen wir aus? Ich werde mich mal kurz mit dem Ganzen auseinandersetzen und euch gleich nach der Werbung dennoch ein heißes Match in den Lüften von MotorStorm Pacific Rift liefern und dann werden wir auch gleich nochmal ordentlich zusammen im Splitscreen zocken. Feuer? Wasser? Mal gucken. Seafight. Jetzt kostenlos spielen auf giga.de/browsergames. Giga präsentiert coole Online-Games. Spiele kostenlose Online-Games und messe dich mit 100.000 anderen Spielern. Tritt in Strategie, Fantasy, Sport oder Actionspielen an und beweise dein Können. Komm auf giga.de/onlinegames und spiel dein Lieblingsspiel alleine oder in der Giga-Liga und qualifiziere dich für den Grand Slam. Trainiere deine Skills alleine oder gegen Spieler aus aller Welt. Mach mit auf giga.de. Wenn Wasser im Überfluss fließt, aber die Felder der Armen im Staub vertrocknen, wenn ein kleines Mädchen an Durchfall stirbt, weil aller Welts Medikamente fehlen. Wenn ein kleiner Junge verkrüppelt, weil Landminen exportiert werden. Wenn Kinder in Fabriken arbeiten, damit wir billiges Spielzeug kaufen können. Dann müssen wir zornig werden. Alle. Zorn, der Gerechtigkeit fordert. Denn Gerechtigkeit verändert die Welt. Sie bewahrt die Schöpfung. Sie schenkt Leben. Sie fordert unsere Liebe. Giga.de, das ist deine Gaming-Quelle im Internet für News, Videos und Foren. Und wir haben noch mehr. Bei uns kannst du jetzt selbst zum Gaming-Redakteur werden und deine eigenen News schreiben. Egal, was du zockst, wenn du etwas Besonderes weißt, dann lass es deine Community wissen. Schreibe deine User-News und bring dich damit zu Giga The Show. Und unser User Ethiguy aus der Community hat dazu eine News geschrieben und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir greifen deine Themen auf und diskutieren sie mit euch im Internet und im Fernsehen. Vernetze dich mit über 1,5 Millionen Gamern, die alle auf dich warten auf giga.de. Ja, wir sind gerade im Auswahlmenü des Multiplayer-Split-Screens und da müssen wir uns natürlich jetzt erstmal entscheiden, was wir spielen. Game-Type, Eliminator oder Standard? Ich würde sagen, wir spielen erstmal ein Standard. Ja, würde ich auch sagen, denn dann ist nicht ganz so dramatisch, wenn ich gleich rausfliege. Okay, den Track darfst du aussuchen, weil ich kenne eigentlich viele schon. Und lass uns mal was mit Feuer machen, hätte ich Okay, mit Feuer, alles klar. Das sind denn die meist so rötlich auch im Bild sind? Das wäre dann anzunehmen. Ja, das könnte einer sein. Scorched ist garantiert auch Feuer. Ja, komm, mach mal was Scorched. Scorched klingt ordentlich evil. Okay,
Drei Laps. Ich glaube, das reicht. Morgens, mittags oder abends? Wir hatten sehr viel tagsüber. Mach doch mal so abends. Das ist immer so ein bisschen dunkel. Außerdem habe ich dann immer gute Ausreden, wenn ich permanent gegen die Pampa bretter. Okay. Beziehungsweise gegen Hindernisse, dass ich halt nicht sehe. Okay, wir lassen die jetzt mal auf easy, weil wir wollen jetzt hier kein Turnier gewinnen, sondern kurz zeigen. Sehr rücksichtsvoll zwar von dir. Alles klar, du siehst es da. 10 Leute mit uns auf der Strecke. Ab die Post. Du suchst dir ein Auto aus. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? So ein ATV mal oder ein Buggy? Ich nehme jetzt zu Demonstrationszwecken natürlich mal den Monster Truck, das neue Fahrzeug. Den Big, ne, den haben wir ja schon gesehen. Ich nehme jetzt mal was, was wir noch nicht hatten. Aber mit dem Bike, das verspricht sehr schwierig zu werden. Ich nehme jetzt einfach mal ein ATV. Ach, schrecklich. Okay. Bist du 4 Leute, ne? Könnt Splitscreen-mäßig mitmachen? Genau, bist du 4 Leute. Dann wird der Bildschirm natürlich entsprechend kleiner. Und du wirst gleich merken, hier müssen wir ein bisschen nach vorne gehen. Ja, ich... Denn, Kardinal Kurz sitzt mir auf der Schulter auch. Ja. Okay, vielleicht wird das jetzt nicht ganz so schwer, wenn wir nicht im Dschungel sind, sondern mehr Lava lässt sich ja meistens ganz gut erkennen, ne? Auf Entfernung. Macht sich das Lava-Element denn auch bemerkbar, was so die Überhitzung anbelangt? Ist das ja, auf jeden Fall. Du merkst es, wenn dein Auto leichte Flammen schlägt. Heißt das nicht, dass du brennst oder in Gefahr bist, sondern einfach, dass es verdammt heiß ist in der Gegend und deswegen dein Boost schneller in den roten Bereich kommt. Ach so, also sollte man sowas entsprechend meiden hier. Ja. Wow. Ja, schön. Ich habe schon mal direkt das erste Hindernis mitgenommen. Ich dachte auch in dem Fall, genau wie du, links geht's weiter. War aber irrsinnigerweise nicht der Fall. Du hast tatsächlich eine Strecke genommen, die ich noch nicht kenne. Deswegen gleiches Recht für alle hier, gleiche Chancen. Ah, verdammt, das bist du und ich folge dir. Ich folge dir. Wie gut. Ich glaube, ich habe dich gerade auch gesehen. Oh, aber jetzt sind wir wieder richtig. So, hier geht's lang. Teufel, noch eins. Ich merke das. Ah, verteufel, noch eins. Jetzt ist es ziemlich eng. Muss man schon so ein bisschen. Also, warst du mich gerade von hinten? Ja, ich habe dich nicht wahr sein. Nein, ja, komm, nicht sehr gut, kommst du vor. Nicht in die Lava, nicht in die, doch, kipp in die Lava rein. Also, richtig wegrammen ist natürlich mit dem ATV nicht. Ich habe schon arge Probleme hier, das Ding richtig durchzuschlittern. Das klingt so nach. Nein, wieso fahre ich denn jetzt falsch? Mann. Mist, wir haben so viel. Haben uns auch gleich so eine Horrorstrecke ausgesucht, ne? Ja, wir haben. Oh, Mist. Ich glaube, wir fahren hier. Nein, jetzt fahre ich in die Lava. Oh Gott. Ist das erniedrigend? Wir hätten echt eine Strecke nehmen sollen, die wir beide schon mal gefahren haben. Ne? Ja. Das ist jetzt. Das kann doch nicht angehen. 16 Strecken hat das Ding. Ich glaube, 15 haben wir gefahren. Ja, aber das ist ja eben das Schlimme. Wie wir vorhin schon gesagt haben, du kannst ja bei 16 Strecken mit diversen Alternativrouten. Da denkt man auf den ersten Blick so, ja, gut, 16 Strecken. Da habe ich aber schon mal Rennspiele im Laufwerk gehabt, die hatten noch mehr Strecken. Aber das ist eben. Wird halt einfach wettgemacht durch diese Alternativwege. Ja, das stimmt. Und nicht in die Lava fallen! Ich fahre mir einen Dreck zusammen gerade. Du, das hörst, das heißt, du bist noch hinter. Jawohl, das ist natürlich so ein bisschen Erfolg. Nein, ich fahr auch. Aber geht mir ganz genauso. Ach. So, ich booste jetzt mal ein bisschen. Ich booste auch mal. Weil sonst kriegen wir nämlich niemand mehr von den Gegnern zu. Wieso fahre ich denn jetzt schon in den Wrong Way? Das ist doch schade. So, aufgepasst. Jetzt versuche ich das mal wieder wettzumachen. Eieiei. Ach, hey. Oh. Wir haben jetzt zum Glück gleich hoffentlich nochmal die Chance, uns unter Beweis zu stellen. Ja, bestimmt. Dann nehmen wir einfach mal was. Oh, ey, ich fahre wirklich auf wieder letzte Radau, Bruder, hier. Ah, Mensch, und ich orientiere mich immer an dir. Das ist das Schlimme. Ach, bist du die ganze Zeit hinter mir? Ja. Ach, das ist doch eine. Versuch dich ja nochmal zu überfahren. Ach, damit sehe ich dich auch. Okay, ist doch keine Ausrede. Ich krieg dich. Ja, du bist so nah. Es ist mir egal, ob ich erster oder letzter. Hauptsache, ich überfahre dich noch ein, zwei Mal. Wo gehst du denn hierher? Ach, da. Alter Verwalter. Aber man sieht das. Ich meine, es ist schon geil, wie abwechslungsreich die Pampa hier an einem vorbeizieht. Nein! Oh, ist das traurig. Ja, man muss erst wirklich in das Handling des Fahrzeugs auch reinkommen. Wenn wir gerade in einem super. Wow. Ich meine, klar, es ist jetzt keine simulationslastige Formel-1-Steuerung hier zu erwarten, aber es hat schon seine Eigenheiten. Ja, der Driftfaktor ist doch wirklich groß geschrieben hier. Und ich meine, bei einer kleinen... Jetzt bist du wieder mir vorbeigezogen, na gut. Ich sehe dich da vorne noch. Ja, nicht mehr lange. Ich drücke mal auf Boost hier. Und dann gleich überschlage ich mich bestimmt wieder. Ich glaube, bis wir mit 15 weiteren Leuten online spielen, was natürlich auch möglich ist, bis dahin sollten wir noch ein bisschen üben, zumindest auf dieser Strecke. Ah, Mist. Ja, das stimmt. Komm schon. Ich bin noch. Du musst aber irgendwo und kannst nicht mehr allzu weit weg sein. Ich bin jetzt ja auch schon im zweiten Lab. Du auch, ne? Ja. Ich sehe dich fliegen gerade. Du siehst mich fliegen, ja? Okay, cool. Dann bist du hinter mir. Aber ich drücke, ich habe noch ordentlich Boost. Deswegen kannst du mich eigentlich nicht einholen. Doch. Ich sehe dich immer näher kommen.
Und hier links vorbei. Schön ist, ich fahre dir jetzt einfach vorbei. Das schaffst du nicht. Bei der nächsten. Oh, nein, das wird nicht. Nein, nein. Oh, siehst du das? Oh. Das heißt, es könnte ein älter Platz für mich rausspringen. Nee, ich sehe dich gerade, wie du auf die Strecke kommst. Du kommst nicht an mir vorbei, ich bin zu fett. Oh nein, nicht wieder reinfallen. Nein, ich fahre hinter dir her. Ja, das ist das Fiese. Man darf sich nicht an einem dümmeren Vorfahrer orientieren. Jetzt sind wir quasi auf Augenhöhe. Ja, und ich in der Lava. Und ich habe den Weg gefunden, sehr gut. Ich Vollidiot. Manchmal gucke ich einfach zuerst unten und lenke dann deinen Wagen. Aber ich glaube, das kennt ihr auch da draußen, wenn man zu Anfang sich da erstmal falsch orientiert. Nein, es geht rechts entlang. Nein, schon wieder wrong way. Ach, und ich, ja, das sind wir wieder, ne? Das gibt's nicht. Aber das finde ich richtig gut, dass sie einfach einen Splitscreen dazu gemacht haben. Denn, sorry, bei diesen Arcade-artigen Rennspielen, das ist einfach das A und O für dich. Das ist einfach, das brauchst du einfach. Es geht nichts darüber, online schön und gut, aber manchmal einfach in geselliger Runde so auf dem Sofa hocken mit ein paar Kumpels und einfach Gas geben. Das ist einfach schon unschlagbar. Ja, das gilt ja auch generell. Es gibt ja Konsolen. Oh, sag mal. Es gibt ja Konsolen, da kostet der Online-Multiplayer Geld. Und wenn du da kein Splitscreen hast und keine Lust hast, Geld zu bezahlen, bleibt dein Mehrspielerspaß komplett aus und das muss nicht sein. Es sind dramatische Szenen, die sich hier abspielen. Ja. Zumindest am unteren Bildschirm. Ah! Wollen wir nochmal eine andere Strecke nehmen vielleicht einfach? Weil wir sind gerade im zweiten Lap erst drin. Boom! Ja, du hast recht. Ne? So, Quit Race. Du hast irgendwas von Luftsprüngen gehört. Das hört sich doch noch nach Air, nach, ne? Ja, lass uns das mal machen. Die Air Tracks. Und da wählen wir jetzt gleich einfach mal einen aus, der... Habe ich jetzt schon... Nee, nee, jetzt muss ich nochmal zurück, ne? Genau. So, da sollten wir gleich so weit. Jawohl. So, da. Wir haben irgendwas, was blau ist. Das sieht aber nach Wasser, aus. Aber da war eben Rango hat irgendwas. Sugar Rush? Rush? Ja, Rush. Meinst du? Ja, von mir aus. Okay. Probieren wir das mal aus. So. Ich nehme jetzt mal einen anderen Wagen ein, mit dem ich tatsächlich ein bisschen umgehen kann, glaube ich. Ich habe leider schon zu früh gedrückt. Zu früh gedrückt. Ja, wir werden jetzt nochmal ein paar Sekunden sehen von so einem lustigen Lufttrack. Lasst das mal auf euch wirken. Das Ganze kommt tatsächlich morgen raus, deswegen unglaublich schlau von uns platziert. Dieses kleine Schmuckstück an Videospielkunst ist wirklich ein recht interessantes Rennspiel. Hat von der Grafik jetzt nicht unbedingt viel dazugelegt nach 20 Monaten, aber sie haben die Fehler und Mankos ausgebessert, von denen du eingangs gesprochen hast, nämlich der Umfang, der hat sich verdoppelt. Und es sind noch das ein oder andere Feature dazu gekommen. Und du bist ich habe mich gerade schon wieder an die orientiert. Ich dachte gerade. Nee, Moment, ich bin noch auf der Strecke. Im Gegensatz zu meinem Kollegen, der gerade in die Bandenwerbung geknallt ist. Ah, oh, das gibt's nicht. Ja, man darf aber sich wirklich vom Zuschauen nicht vertun. Das Spiel ist natürlich ein Arcade Racer, aber es hat also steuerungsmäßig schon mehr zu bieten als, als ein Ridge Racer oder sowas. Auch wenn natürlich wieder. Ich höre schon die Leute mit Äpfeln und Birnen nach mir werfen im Vergleich. Aber weil der Funfaktor halt so groß ist, könnte man ja denken, es hat fast nichts. So, hier ist es wenigstens noch gut. Wir sehen jetzt auch ein bisschen unsere Gegner vor uns. Ja, dann können wir ein bisschen besser navigieren. Ich würde auch sagen, MotorStorm Pacific Rift ist ein Rennspiel, mit dem man wenig falsch machen kann, aber sehr viel richtig machen kann, wenn man eine PlayStation seine Augen eigen nennt, seine Augen. Sehr gut. Wie ist es mehr für den ersten Platz? Ich höre nämlich auch schon die Zeit ticken, aber ihr könnt das Ding ja eben ab... Gleich ist es schon heute, aber ja, noch genau. Sagen, 60 Euro kostet das Ganze. Wenn es euch interessiert, ab und laden, MotorStorm Pacific Rift.